Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Das wird das nächste Spiel sein, was wir spielen. Ich wollte jetzt das immer machen, einmal kurz das Spiel zeigen, also was drin ist, den Aufbau und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr das nochmal sehen beim Spielen. So, mit einer Hand ein bisschen auf Deckel abmachen, ist ein bisschen schwer. So, also drin haben wir einmal die Anleitung, dann haben wir hier sehr viel Materialien. Naja, Papier, das gehört nicht dazu. War vom letzten Spiel. Ein Spielbrett. Die Drehscheibe. Die Skala von 1 bis 10, die ist nachher auch wichtig. Ein paar Brücken, Berge, Häuser und. Das ist alles fürs Spielbrett. Müssen wir aufbauen. Dann haben wir natürlich hier noch Geld, ganz wichtig, die Berufe, auch wichtig, Akademie und so weiter und so fort, kommen wir später zu, ein paar Autos, weibliche Kinder und Frauen oder Frauen und Männer, hier sind die Männer, die Frauen, 6 verschiedene Autos haben, die Jokers, die man sich dann kaufen kann. Die ganzen Karten, ja, das ist der Inhalt. Und dann möchte ich das jetzt mal kurz aufbauen und dann geht es weiter mit den Erklären. Bis gleich. So, jetzt habe ich das Spiel einmal kurz aufgebaut. Bei den Häusern aufbauen ist es, ich habe etwas neuere Version, deswegen, ich weiß nicht, wie es bei den Items ist. Bei mir steht hier eine Zahl drin und die steht dann auf dem Brett und dann kannst du es so reinmachen. Die Häuser, die Tunnels und die Berge. So, jetzt ist alles aufgebaut. Ich habe schon mal die ganzen Karten hier hingelegt, alle getrennt sortiert. Und meine Lona, meine Kodok-Frau, die hat sich für Universität entschieden. Achso, warte, erstmal erzähle ich nur auf den Aufbau. Ich habe hier erstmal so alles vorbereitet. Wir haben unsere Püppchen rausgesucht, unsere Männchen dazu. Ich habe jetzt hier das Geld schon mal sortiert. Gehaltserhöhung, Schuldscheine, das Geld, die Lebenskärtchen und das, wie nennt man das? Das Ziffernblatt von 1 bis 10, um beim Superdreh dran teilzunehmen. So hab ich das erstmal aufgebaut und da haben wir schon mal alles so verteilt, wie wir starten. Lona möchte gerne studieren. Mhm. Meine Frau, meine Kodok-Frau, die Lona Launebär. Ja, ich bin. Ich sieht man aber nicht. Super, danke. Sie hat halt den Studiengang gewählt. Ja. Und daher, ja. Zeige ich mal kurz, was man beim Studiengang kriegt. Jeder Spieler kriegt am Anfang 2 Teilmacht-Freude-Karten. Ich weiß nicht, was drunter steht. Ich darf es nicht wissen. Ist ja Lonas. 10.000 Geld und 4 Superdreh-Münzen. Die brauchst du halt für einen Superdreh. Und ja. Und wenn man dann halt noch studiert, dann kriegt man noch 10.000 Kreditkarten. Also Kreditkarten im Wert von 10.000 und dann nochmal 10.000 das Geld. Die Kreditkarten kannst du irgendwann im Laufe des Spiels abbezahlen, immer wenn du dran bist. Allerdings, die ist nur 20.000 wert, aber der Bank muss dann 25.000 geben. Also 25.000, das wären dann bisschen Verlust. 25.000 Verlust. Ja. Ich habe meins gewählt. Ich mache einen normalen Beruf. Ich habe Teil macht Freude. Und meine Superdrehkarte und einmal meine 10.000. Das ist der Aufbau, wenn man spielt. So. Jetzt machen wir mal kurz Fenster zu. Mann, das ist so nervig.
so eine Hauptstraße zu holen, ist ein bisschen doof. Ja. Und ich kriege jetzt sofort am Anfang einen Beruf. Achso, wenn man den Polizisten hat und einer macht beim Drehen die 10, dann muss man dem Polizisten immer 5000 Geld geben. Was ist denn das? Ist das Euro oder Rupier? Naja, egal. Auf jeden Fall muss man immer 5000 Geld geben. Und Lona muss jetzt mal kurz meine Karte mischen. Ich stelle mich schon mal auf Berufsstart. Lona stelle ich auf Berufsstart, auf Unistart. Und dann geht das Spiel jetzt los. Ab und zu mal muss ich hier in der Anleitung was nachlesen, weil ich nicht alles genau weiß. Wie zum Beispiel beim Stopp musst du immer stehen bleiben. Auf dem orangenen Feld und dann passiert immer was. Das kannst du hier nachschauen. In der Anleitung steht immer super erklärt. Zum Beispiel bei Heirat. 10, 9, 8 kriegst du 10.000 von jedem Spieler. 7, 6, 5 kriegst du 5.000 und 4 oder niedriger kriegst du nichts. Bei der Hochzeit. Und da passiert dann halt immer was. Was gibt's da noch? Ja, das war's. Da muss halt dann immer gleich noch was lesen. Was da passiert ist, wie viel Geld er kriegt und so weiter und so fort. Okay, nun hat die Karte gemischt. Sie gibt sie mir jetzt so fächermäßig. Man sieht nichts. Hier ist Grenze. Achso. Und ich muss jetzt eine Karte davon ziehen. Oder soll ich jetzt Winkel machen? Dann sieht man aber deine Beine wieder. Alles gut. So, ich ziehe die Karte. Ich habe den Pilot. Wow, du bist ein Pilot. Jetzt kann ich immer nach Indonesien fliegen. Tschu, 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 tschu. Dann brauchst du kein Ticket. So, ich habe den Pilot. Die anderen Berufskarten brauchen wir erstmal nicht. Es könnte sein, dass ich gekündigt werde oder Lona gekündigt wird. Dann darf man wieder einen normalen Beruf ziehen und keinen Hochschulberuf. Den Hochschulberuf darfst du höchstens hier hinten irgendwo wieder ziehen. Wähle einen neuen Beruf oder ein. Du erhältst 20.000. Ich glaube, das war bei denen da. Ja. So. Ich packe mal die Berufskarte ein bisschen weg. Aber bestimmt Platz. Lona? Jetzt kommt es drauf an, wer von uns anfängt. Eine 3. Wenn ich. Nein, wenn ich höher drehe, darf ich anfangen. Eine 1. Okay, Lona hat die höhere Zahl gedreht, also darf sie anfangen. Aber bevor sie dreht, das Wichtigste, eine Kapitalanlage kaufen. Durch diese Kapitalanlage, zum Beispiel wenn Lona dreht, dreht eine 3 und du hast die 3 gekauft, bekommst du immer 5000 Gold von der Bank. Das geht aber nur an Anfang deiner Runde, also das kannst du eigentlich jederzeit immer machen, eine Kapitalanlage kaufen, darfst du auch noch eine besitzen. Aber, Lona, möchtest du eine Kapitalanlage kaufen? Aber sicher doch. Was für eine willst du denn kaufen? 5. Eine 5. Dann gib mir mal 10.000, dann kriegst du die 5. Dankeschön. Jetzt wollte ich die 10.000 bei mir natürlich reinpacken, das wäre natürlich ein bisschen doof. Also für mich wäre es gut, aber es wäre doof, weil ich dann hier betrügen würde. Habe ich den hier richtig hingesetzt? Ich habe